Ich bin bekanntlich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Ich habe noch eine 19 vor dem Geburtsdatum. Und die Zeit, in der ich so ein bisschen zu politischem Bewusstsein kam, das waren im Prinzip die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, ausklingendes letztes Jahrtausend, könnte man sagen. Ja, und da gibt es natürlich so ein paar Begleiter, die jetzt nach und nach versterben. Und jetzt die Tage hat es einen bayerischen Liedermacher erwischt, könnte man sagen, der schon seit langer, langer Zeit schwer krank war, der es jetzt bis jetzt quasi durchgehalten hat, Fredel Fesel. Und dessen Liedergut hat mich eigentlich von Kindesbeinen an begleitet, so bayerische Folklore, aber ein bisschen humoristisch aufbereitet. Hat mir immer ganz gut gefallen. Da gab es auch so, ja, sehr viele Nonsenslieder und ganz, ganz tolle Sachen. Und eins möchte ich jetzt hier mal in voller Länge reinschneiden, weil ich erstmal austesten möchte, ob das überhaupt geht, ob das dann rausgeschnitten wird, ob das zu irgendwelchen Strikes führt oder sonst was. Und das nicht nur, weil es eben ein Stück ist, das ich jetzt nicht selber verfasst habe, sondern auch inhaltlich. Früher war das ganz normal und das, was ich jetzt hier reinschneide, ist auch im Öffentlich-Rechtlichen gelaufen. Also das ist ganz normal ein Zeitzeugnis, da möchte ich darauf hinweisen. Aber sprachlich konnte man sich damals halt noch Dinge rausnehmen, die man heute so meines Erachtens nicht mehr sagt, die auch ich so wahrscheinlich nicht sagen würde. Aber ich hätte das auch früher nicht so gesagt. Aber amüsiert hat es mich auch früher schon und ich finde es auch heute toll. Und deswegen eine kleine Hommage an Fredel Fesel. Gott hab ihn selig. Wenn die Leute vielleicht von früher her noch in Erinnerung haben und kennen, die werden wissen, dass ich früher oft eine Ewigkeit braucht habe, bis der Abend einmal losgegangen ist. Ja, das habe ich mir irgendwann einmal so angewohnt und da habe ich dann plaudert und erzählt und umständlich erklärt und so. Und das möchte ich aber in Zukunft ein bisschen anders handhaben, weil die Zeit hat sich total geändert, es ist alles viel hektischer geworden und schnelllebiger und da muss ich mich auch anpassen. Also, ich möchte nach Möglichkeit immer gleich zur Sache kommen. Gar nicht lange rumreden, gleich die Lieder anfangen. Zum Beispiel diese Vorreden zu den Liedern. Ja, da haben wir früher haben wir angewohnt, dass ich da so Vorreden gehabt habe. Die waren oft länger wie die Lieder selber. Und im Endeffekt auch besser, gell? Aber diese Vorreden, die lasse ich nach Möglichkeit jetzt immer ganz weg. Wo es halt geht. Bei ein paar Liedern muss ich einfach ein bisschen was erklären, weil sonst kennt es ja niemand aus. Und das neue Lied, das ich jetzt singe, das heißt, wie heißt das gleich wieder? Gestern ist mir eingefallen. Ja, jetzt weiß ich wieder, weil es mir gestern eingefallen ist, weil es gerade geringt hat. Es hat immer so genieselt und da ist mir das dann sofort eingefallen. Heute ist mir nicht eingefallen, weil es nicht nieselt. Das Lied heißt nämlich, vor der Liesel, ihrem Kammerfenster, steht ein Riesenneger im Nieselring. Es war gestern so schön, da hat es so schön genieselt. Jetzt passt es halt nicht. Ja. Also vor der Liesel, ihrem Kammerfenster, steht ein Riesenneger im Nieselring und damit haben wir dann die Ausländerproblematik auch gleich mit angesprochen. Vor der Liesel, ihrem Kammerfenster, steht ein Riesenneger im Nieselring. Dabei war er doch so gern bei der Liesel im Bett drin kling. Dabei war er doch so gern im Bett drin kling. Aber die Liesel hat einen anderen, der ist Fliesenleger drum die Machtel fing. Der hat einen Kammerschlüssel von der Liesel, den hat in einem Schachtel drin. Der hat einen Kammerschlüssel von der Liesel, in einem Schachtel hat er drin. Sagt der Riesenleger zur Liesel: Liesel, mit deinem Fliesenleger machst du einen Riesenfehler. Dat die dein Fliesenleger bloß ein bisschen ming, war er doch jetzt bei dir trotzdem Nieselring? Oder glaubst vielleicht, der tut nachts Fliesenling? Na, so wie ich den kenn, wird der bei der Rosel ling. Und würde ich die zwei so kennen, werden die Rohr verlegen. Ja. Also muss ich vielleicht noch kurz was erklären, weil sonst gibt es ein Missverständnis. Das ist auch gut. Das war ein Fliesenleger, kein Installateur. Aber ich habe mir mal von einem Fliesenleger erklären lassen, die können das auch. Das Rohr verlegen.
würde ich die zwei so kennen, an die Rohr verlegen. Wie die Liesel das von der Rosel hört, druckt sie rauf Tränendrüsen, dass die Tränen rieseln. Doch die Trauer dauert höchstens 30 Sekunden. Drauf hat's den tiefen Schmerz ganz trotzig überwunden. Sagt die Fliesenleger-Liesel zum Riesenjäger. In mein Bett kannst nicht, aber auf mein Bett verlegen. Drauf sagt der Tropfen aus dem Riesenjäger draußen im Nieselring. Liesel zwingst dir, dass er mich sogar nackt auf die Fliesen legen. Vor der Liesel, ihrem Kammerfenster, steht kein Riesenjäger mehr im Nieselring. Doch der Riesenjäger war ein blöder Jäger, liegt echt vom Bett auf dem Bett verlegen. Na, der Riesenjäger, der ist gescheit. Er denkt, heut ist Zeit für Black and White. Ja, der Riesenjäger darf's es wissen, liegt neben der Liesel auf dem weißen Kissen. Und damit wir uns einig sind, Kissen ist keine Sünd.